Oh Gott, ich bin schon wieder an dem Punkt. Ehrlich, es ist schon wieder soweit. Was ist los mit dir? Hm? Du bist so ganz im komischen Mut heute. Ja, Stimmung bei mir und Serkan heute ist, ja, sagen wir, leicht angespannt. Irgendwas liegt in der Luft. Kannst du nicht sagen, was dich beschäftigt? Ja, ich überlege, wie ich sage. Oh ja, keine Ahnung. Ich glaube, ich soll echt umschwenken mal und mal mich ein bisschen öffnen ihr gegenüber. Wie ernst wird das jetzt? Auf was muss ich mich jetzt einstellen? Wer sagt? Was ist dein Problem? Ich habe kein Problem. Sehr im Gegenteil. Es ist was Gutes. Du tust mir gut. Das, was du mir gibst und machst und wie du zu mir bist, das ist das, was ich halt immer gesucht habe eigentlich. Natürlich baue ich was für dich auf und ich bin ja emotional schon viel weiter, wie du denkst, nur weil ich es dir nicht so sage. Du grinst nicht so, Pappnase. Okay. Ja. Und dann boom, 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 Feuerwerk und Samira sitzt wieder so da. Das war das, was ich eigentlich erwartet hatte und gehofft hatte, aber was mega lange auf sich hat warten lassen hat, von Serkans Seite aus. Weiß ich nicht. Vielleicht empfinde ich doch ein bisschen mehr für sie, als ich dachte. Ja. Schon süß eigentlich, ne? Hin und her, aber dann doch so. Auch wenn ich mit dir den Quatsch mache und so dich hier und da provozieren, dann ist es vielleicht manchmal, dass ich es überspielen möchte. So meine Situation. Weil du gibst mir schon sehr viel und ich mag das ja. Also ich liebe das, wie du zu mir bist. Es fühlt sich einfach gut an, ne? Aber ich mag dich wirklich gern. Ich dich auch. Für mich kommt gar keine andere in Frage. Mir tut es auch ehrlich gesagt ein bisschen leid, was ich gemacht habe. So. Ja? Manchmal war es schon sehr drüber. Ja, war es auch. Ich weiß, dass. Ja, ich mein's ernst. War es auch. Es gab hier so Momente für mich, wo ich mir gedacht habe, eigentlich soll ich es lassen. Ja, und deswegen. Weil ich habe mich gar nicht wertgeschätzt gefühlt von dir an manchen Stellen. Und deswegen sage ich dir das jetzt auch. Weil ich weiß, dass das vielleicht irgendwann zu dem Zeitpunkt gekommen wäre, wo du dann sagst, ciao. Ich will nicht merken, was ich dann verloren habe. Weißt du? Ich will das gar nicht erst merken müssen. Weil ich weiß, was ich an dir habe. So viel Zeit musste vergehen. So viel. Ich wusste es schon viel, viel eher. Ich bin sehr ernst. Gott, Alter, ich bin so emotional. Ich muss aufhören damit. Ich liebe das. Kannst du bitte noch ein bisschen länger so sein? Nein. Doch. Ich hab das auch verdient. Ich kotze gleich selber. Ich krieg gleich meine Tage, Alter. Mhm. Als Mann. Und ja, ist so ein bisschen eine Erleichterung. Endlich ist diese Last so weg, weil ich weiß, okay, jetzt habe ich sie endlich mal gesagt. Jetzt ist diese Angst weg, sie zu verlieren auch. Ich mag ihn einfach. Ich kann gar nichts dagegen machen. Es ist einfach da. Es ist schon ein sehr, sehr großes Verknalltsein. Es geht schon in die Richtung, dass es was Ernstes werden könnte. Ja, ich bin ein bisschen verknallt. Love is in the air. Halt, stopp! Habt ihr schon den Kanal abonniert? Dann klickt hier und zu allen Videos auf YouTube hier.